Die Trauer um ihren Ehemann Carlo Rola ist Denenesh Sudeh auf dem roten Teppich des Deutschen Filmpreises in Berlin deutlich anzusehen. Der 57-Jährige verstarb Mitte März plötzlich und unerwartet an einem Herztod. Doch die 49-Jährige lächelt tapfer für die Kameras. Im Gespräch mit bunte.de erzählt die Schauspielerin, warum sie es sich nicht nehmen lassen wollte, zu der Veranstaltung zu kommen. Ich meine, ich kenne den roten Teppich, ist gar keine Frage. Und er gehört zu meinem Beruf und deshalb bin ich heute Abend auch hier. Eine wirklich starke Frau. Erst am Vorabend wurde Lukas Reiber beim Bunte New Faces Award Film als bester Nachwuchsschauspieler geehrt. Er spielte in Die Mutter des Mörders, ein von Carlo Rola produzierter Film. Bei der Dankesrede kamen dem 23-jährigen Schauspieler sogar die Tränen. Für Denenesh ein emotionaler Moment. Ich bin mega stolz, dass Carlo diesen Jungen entdeckt hat, diesen jungen Mann entdeckt hat und dass er ausgezeichnet wurde. Das hat er auch großartig gemacht und Carlo hätte sich riesig gefreut. Und ich glaube, er guckt von oben zu.